In Japan ist der Tag des Respekts für die älteren Menschen ein offizieller Feiertag. Überall im Land gibt es Darbietungen und Aktivitäten. Naoyuki Wajima hat diese Gymnastik für die Älteren in einem Park in Tokio organisiert. Wenn sie mitmachen, lässt das ihre Chancen steigen, dass sie auch im nächsten Jahr wieder mitmachen können, denn Bewegung hält jung. Früher schenkte der Staat jedem über 100 einen silbernen Sake-Becher. Das kann er sich heute nicht mehr leisten. Natsunaruse ist 100 und meint, ich finde, ich habe Glück. Ob meine Kinder das auch finden, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt schon viel älter, als meine Eltern wurden. Ich bin dankbar dafür. Der Tag des Respekts gilt allen über 60. Okay.